Grün kommt durch, einfach wunderbar. Dazu scheint die Sonne heute. Ein richtiger Tag, um hier nochmal ein kleines Restballenlager zu begutachten. Die Ballen sind gemacht worden im Juni letzten Jahres. Wir können sehen, es ist einmal das Grün einer nicht ganz unbekannten Marke. Und dann möchte ich hier gleich einmal anmerken, ich bin des Öfteren gefragt worden, sag mal, was wollt ihr eigentlich immer mit eurer blöden Messung von Gasdichtigkeit? Da kann ich also ganz einfach nur eines sagen. Zum einen dient eine Gasdichtigkeitsmessung dazu, um zu sehen, ob die Ballenhülle überhaupt dicht ist oder ob es Verletzungen gegeben hat in der Hülle. Das ist das eine. Dann das andere, wenn wir Ballen unter identischen Bedingungen pressen und wickeln und dann anschließend vergleichen, welche der Ballenhüllen liefert die bessere Gasdichtigkeit, dann kann man nur sagen, dann ist das ein sauberer, ehrlicher Vergleich. Und das dritte ist, nach einer gewissen Zeit markierte Ballen, hier haben wir den Ballen Nummer 10 vom 7.6.21, später noch einmal, möglichst kurz vor dem Verfüttern, miteinander vergleichend zu messen und zu testen. Hier haben wir einen glasig gewickelten Ballen Nummer 14 vom selben Datum, stammt von derselben Fläche, wurde mit derselben Presswickelkombination gemacht und gefertigt. Gemessen wird hier im wunderbaren alten Handverfahren schwedischer Art. Und ich kann nur sagen, jetzt nach 20 Minuten haben wir noch einen Unterdruck gehalten von 350 Pascal. Das ist also richtig gewaltig gut. Das bedeutet, dieser Ballen hält nach, ja, man kann sagen, 9 oder fast 10 Monaten, nein, 8 Monaten, 9 Monaten, hält der noch 80% seiner Leistung. Im Gegensatz zu dem grün gewickelten, der ja auch nicht schlecht ist, aber der hat jetzt in derselben Laufzeit nur noch 40% seiner Leistung. Ja, und dann haben wir hier natürlich ganz klarer Blick auf gutes Futter oder wie gesagt wird, das ist wie bei Muttern. Hält frisch und man kann sehen, was da noch drin ist.